zwei gern verglichene Produkte, das Realme 7i und das Xiaomi Redmi Note 9. Wenn ihr zwischen den beiden Produkten schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich beschränke mich auf die Fakten der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 62 zu 48 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: Spritzwasserfestigkeit und 1,8 mm kürzer. Das Realme 7i hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 11 Gramm leichter, 1,7 mm schmaler und 1,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm gewinnt das Redmi Note 9 deutlich mit 60 zu 51 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 46% höhere Pixeldichte, 2,2-fach höhere Auflösung und 0,5% größere Bildschirmgröße. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Redmi Note 9 mit 76 zu 62 Punkten eindeutig vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat dynamische Frequenzskalierung, hat AES und hat Trustzone. Das Realme 7i hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,7% schnellerer Prozessortakt, 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 1 Nanometer kleinere Halbleitergröße und 66 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das Redmi Note 9 mit 55 zu 50 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 0,6% größere Blende bei minimaler Brennweite, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Realme 7i kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 27% mehr Megapixel der Hauptkamera, 23% mehr Megapixel der Frontkamera und 6,7% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das Redmi Note 9 eindeutig mit 62 zu 37 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku kommen beide Produkte auf 65 Punkte. Das Redmi Note 9 ist durch folgende Eigenschaft besser: 0,4% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das Redmi Note 9 mit 87 zu 78 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: unterstützt NFC, hat einen Infrarotsensor und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Xiaomi Redmi Note 9 das Realme 7i mit 59 zu 47 Punkten eindeutig. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Produkte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.